Holzvergaser gebastelt, noch einen effizienteren. Und wir gucken mal gleich, was es gibt. Der Kohl klein geschnitten. Dann habe ich zu Hause eine Gewürzmischung zusammengestellt. Curry, Kümmel, Thymian. Ein Teil davon wird gleich mitgekocht. Ich mache für die Menge eine halbe Brühe mit rein. Da kommen gleich noch die Karottenlocken rein. Gerührt. Schnell wieder den Deckel drauf. Jetzt wird noch Ingwer geschält, klein geschnippelt. Kommt der auch mit dran. Ein ganz kleines bisschen. Das gibt so richtig leicht scharfen Pfiff. So, einen der beiden Knoblauchzehen koche ich mit. Auch klein geschnitten. Das auch dazu. Jetzt, wo alles so schön vor sich hin brutzelt, nehme ich mal gerade die Gelegenheit und bedanke mich beim WBC Steffen Waldbuschcamper für sein Geschenk. Das habe ich als Backup mitgenommen, falls mein Holzvergaser nicht so funktioniert. Aber er weiß sich als erstaunlich gut. Und außerdem hat er mir Charcoal Zunderlappen geschenkt. Vielen Dank. Also das ist als Backup, brauchte ich Gott sei Dank nicht. So, jetzt muss ich auf die Uhr gucken. Noch eine Viertelstunde. Dann ist mein Eintopf fertig. Wenn meine Frau das sieht, die sagt, was hast du denn da wieder zusammengekocht? Abendessen. Also dann, guten Appetit. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich habe gerade mal ausgepustet, jetzt nehme ich ein Feuerzeug und zünde den an wie ein Gasherd. Nochmal. Fertig gegessen, jetzt heißt es abbauen, im Fackelschein und nach Hause fahren. Und tschüss.